Im Star-Wars-Universum gibt es eine Unmenge an verschiedenen Charakteren. Die Filme geben uns allerdings oft nur einen kurzen Einblick und oberflächlichen Einblick in die Persönlichkeit und Motive dieser Figuren. Und eine der wohl geheimnisvollsten Rollen nimmt dabei der uralte und weise Jedi-Meister Yoda ein. Und ehrlich, der war wirklich steinalt, als er in der Anwesenheit von Luke über den Jordan ging. 900 Jahre, so ziemlich genau. Allein über seine Rasse wissen wir auch so ziemlich nichts, auch wenn sich das vielleicht durch The Mandalorian noch ändern wird. Mit Baby Yoda ist bereits vor dem weltweiten Release schon ein absoluter Publikumsliebling in die Welt gekommen. Und ganz ehrlich, wer kann es dem schon verübeln? Doch auch über Yoda selbst wissen wir noch nicht allzu viel. Wie denkt der alte Jedi-Meister, wie und was fühlt er in verschiedenen Situationen? Fühlt er sich in seinem Exil auf Dagobah jemals einsam? In diesem Buch, From a Certain Point of View, werden uns insgesamt 40 Kurzgeschichten aus den verschiedensten Blickwinkeln während der Ereignisse von Episode 4 gezeigt. Und auch unser allergrüner Liebling hat in dem Buch eine durchaus lesenswerte Geschichte bekommen. Ich bin Luke, das ist eine neue Geschichte zum 40-jährigen Star Wars Jubiläum erschienenen Buch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Basics. Los geht's! How could you know my father? You don't even know who I am. No, I don't even know what I'm doing here. We're wasting our time. I cannot teach him. The boy has no patience. He will learn patience. Much anger in him. Like his father. Yodas Geschichte setzt ziemlich genau zu dem Zeitpunkt ein, an welchem Leia vom Todesstern befreit wird und Obi-Wan und Darth Vader sich kurz später gegenüberstehen. Er ist gerade dabei, seine Hütte zu verlassen, da in Kürze die Heißzeit auf Dagobah einsetzen wird und es dann auf den Hochebenen des Planeten viel zu warm zum Leben wird. Nebst ein paar Samen, die er noch einpflanzen wollte, packt er nun das Nötigste ein. Seinen Gehstock, einen alten Krug, den er von Obi-Wan mal bekommen hatte und eine Bettdecke, aka Qui-Gon Jinns Umhang. Bevor er sich jedoch auf den Weg in sein Domizil macht, sendet er noch einmal seinen Geist aus, um sicherzugehen, dass in der Umgebung nichts Unerwartetes auf ihn wartet. Denn, auch wenn es schon sehr lange her ist, dass er einen Suchtdruiden des Imperiums gesehen hatte, überprüft er dennoch jedes einzelne Mal, ob vielleicht doch noch einer in seiner Umgebung irgendwo umherschwirrt. Und wie erwartet, bemerkt er nichts Ungewöhnliches. Vielleicht ging das Imperium mittlerweile einfach davon aus, dass er verstorben sei und gab die Suche nach ihm deshalb auf, oder was Yoda selbst für viel wahrscheinlicher hielt, er war dem Imperium einfach egal. Irgendein steinalter, unwichtiger Jedi-Meister war die Ressourcen vielleicht schlichtweg nicht mehr wert. Wir merken schon hier, die Einsamkeit machte den alten Wesen etwas zu schaffen. Auf seiner kleinen Umzugsreise verlor er sich in Gedanken zurück in die Zeit, in welcher er noch ein Lehrmeister war und gelegentlich seine Schüler an der Nase herumführte. Doch dann zog eine Veränderung der Macht seine Aufmerksamkeit auf sich. War da doch etwa ein Droide in seiner Nähe? Schnell suchte er Schutz hinter einer Reihe Steine und ein paar Schüsse würden diese nämlich aushalten. Er sandte erneut seine Sinne aus, stellte aber fest, dass es weder ein Droide noch ein imperiales Schiff war, was ihn da aus seinen Gedanken riss. Es war ein durchaus bekanntes Gefühl. Er konzentrierte sich darauf und dann fiel es ihm wie die Schuppen von seinen alten Augen. Es war Obi-Wan, den er da spürte. Ein Lächeln huschte über seine Lippen. Das einsame Exil der beiden dauerte schon viel zu lange an. Es war schön, nach all der Zeit wieder eine vertraute Energie zu spüren. Doch dann erneut eine Veränderung. Die Macht vibrierte regelrecht und auch diese Energie kam ihm mehr als bekannt vor. Sie war hart und eisern. Yoda spürte, dass sie voller Dunkelheit und einer zornigen, fürchterlich verzweifelten Einsamkeit war. Ganz klar, die zweite Energie, die er da verspürte, kam ohne Zweifel von Anakin Skywalker. Also von dem, was aus ihm geworden war, und er verspürte unfassbaren Schmerz. Yoda fühlte, wie die beiden vertrauten Mächte in einem Kampf verwickelt waren. Und während sich der kleine grüne Mann hinter dem Stein auf den beiden in einem heftigen Konflikt stehenden Energien konzentrierte, entging ihm beinahe der Suchtdruide, der plötzlich doch ganz nah an ihm vorbeisurrte. In einem lang antrainierten Automatismus wanderte Yodas Hand zu seinem Gürtel, doch dort hing schon seit langer, langer Zeit kein Lichtschwert mehr. Das lag irgendwo verschüttet in den Ruinen des zerstörten Senatsgebäudes. Er durchsuchte das kleine Paket, das er bei sich trug und umschloss sofort Obi-Wans kleinen
Krug. Er holte ihn heraus, stellte ihn auf den Boden und ließ einen winzigen Sandsturm um ihn herum entstehen. Das große Auge des Druiden schaltete von blau auf rot und mit einem gezielten Stoß schoss der Krug aus dem Ministurm heraus, mitten in das Auge des Druiden. Dieser ging zu Boden und explodierte, wie erwartet. Alle Druiden dieser Bauart führten eine Selbstzerstörung durch, sobald sie beschädigt wurden. Yoda sah betrübt auf die Überreste des Krugs. Er war zu Bruch gegangen, ein kurzer Moment der Trauer durchzog ihn. Doch er wurde schnell wieder abgelenkt, denn mit einem Mal spürte Yoda, wie Obi-Wans Machteinfluss immer und immer stärker und stärker wurde. Mit einem letzten kräftigen Stoß spürte Yoda, wie Obi-Wan in die Macht überging. Im selben Moment fühlte er aber auch, wie Anakin noch tiefer in seine schmerzhafte Einsamkeit versank. Eine Einsamkeit so schrecklich, dass für Yoda beinahe Mitleid für ihn empfand. Er wünschte sich, mit ihm sprechen zu können. Er wollte ihm sagen, dass er sich nicht einsam fühlen brauchte, auch wenn Obi-Wan aus der physischen Welt verschwunden war. Das Buch A Certain Point of View enthält insgesamt 40 verschiedene Kurzgeschichten rund um die Ereignisse aus Episode 4. Ich erzähle euch heute nur 11 davon. Also nicht heute, sondern im Dezember generell. Und wenn ihr dieses Buch haben möchtet, dann könnt ihr das auch gewinnen, indem ihr jetzt einfach einen Kommentar unten in die Kommentare schreibt, in dem steht, aus welcher Perspektive ihr gerne mal die Geschichte von Star Wars erzählt haben möchtet. Und ich wähle dann am Ende des Monats, also am 24. einen davon aus und antworte darauf. Also guckt am 24. in eure Notifications mal rein, ob ich euch geantwortet habe, denn wenn ja, dann habt ihr gewonnen und dann schreibe ich euch, was ihr machen müsst, damit ihr dieses Buch bekommt. Wenn ihr es aber jetzt schon haben wollt und nicht auf euer Glück und die Zeit bis dahin warten möchtet, dann könnt ihr jetzt auch einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken, es euch selber kaufen auf Amazon oder einfach auf Audible mit einem Testmonat anhören, denn auch da bekomme ich 5 € pro Anmeldung und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht, weil Cash. Yoda fühlte sich überrumpelt. Mit einer nicht auszuhaltenden Geschwindigkeit leerte sich die Galaxie immer und immer weiter. So viele Freunde und Verbündete waren schon aus dieser Welt verschwunden, doch er blieb zurück. Yoda war so überwältigt von diesen Gefühlen und Gedanken, dass er die anderen beiden Droiden kaum bemerkte, die vorbeikamen, um zu überprüfen, was mit der anderen Einheit, die er gerade zerstört hatte, passiert war. Und schnell bemerkten sie den kleinen Jedi-Meister und einer der beiden feuerte einen Schuss ab. Er flog über Yodas Schulter, prallte an dem Stein hinter ihm ab und entzündete das kleine Bündel mit Yodas Habseligkeiten. Qui-Gon-Jins Umhang vor allem. Nein, er hatte gerade erst Obi-Wans Krug und dann offensichtlich Obi-Wan selbst verloren. Nun würden sie ihn nicht auch noch den Umhang nehmen. Yoda ließ die beiden Druiden mit so einer Wucht zusammenprallen, dass sie sofort ihren Betriebszustand von Jedi-Meister suchen und eliminieren, zu reif für den Schrott wechselten. Danach machte er sich umgehend daran, den brennenden Umhang auszutreten. Er war zwar etwas angekuckelt, hatte den Angriff ansonsten aber ganz gut überstanden. Ein letztes Mal ließ er seine Sinne über die Ebenen von Dagobah schweifen. Jetzt war wirklich kein einziger Suchtdruide mehr übrig. Schließlich setzte er den Weg zu seinem zeitweiligen Unterschlupf fort und erreichte diesen ohne weitere Unterbrechungen. 5 Tage vergingen. Ein Feuer knisterte im Ofen, es war warm, trocken und lauschig, doch Yoda fühlte sich so richtig mies. Er war nicht einfach nur allein, er fühlte sich einsam, schrecklich einsam. Schuldgefühle plagten ihn, nicht rechtzeitig Anakins Übergang zur dunklen Seite erkannt und verhindert zu haben. Er hatte die Chance verpasst, den nächsten Skywalker auszubilden. Oder besser, die nächste Skywalker. Denn für ihn war es Leia, die bereit war, ihre Ausbildung zu beginnen, nicht Luke. Denn der war in seinen Augen längst noch nicht bereit, ein Jedi zu werden. Fraglich, ob er diesen Punkt jemals überhaupt erreichen würde. Und während er da so einsam und verlassen in Gedanken versank, entsandte er eines Nachts seinen Geist wieder. In der Hoffnung, irgendwo in der Macht Qui-Gon Jinn zu finden. Doch seine Suche war nicht von Erfolg gekrönt. Doch eine andere Stimme meldete sich bei ihm. Qui-Gon ist beschäftigt, Meister Yoda. Es war Obi-Wan, der da sprach. Mit einem Mal füllte sich die kleine Hütte mit einer unbeschreiblichen Lebensenergie. Mit überschlagenen Beinen saß der blau schimmernde Obi-Wan vor Yoda. Und der bat ihn nun, einen neuen Padawan anzunehmen und auszubilden. Ohne zu zögern, willigte Yoda ein, als der Name Skywalker fiel. Auf die Frage, wie es zu einer so schnellen Entscheidung kam, sagte Yoda, dass er sie schon lange ausbilden wollte. Doch Obi-Wan dachte keinesfalls an Leia. Er wollte natürlich, dass Luke seine Ausbildung bei Yoda fortsetzt. Doch dieser war nicht von Luke als Padawan überzeugt. Er war der Meinung, dass er noch nicht bereit dazu wäre, sein Training bei ihm zu beginnen. Und sein blau schimmernder Freund ließ allerdings nicht locker. Er glaubte an Luke und seine Fähigkeiten und nach einiger eindringlicher Überzeugungsarbeit schaffte er es, Yoda
Na, um zu stimmen, sagen wir mal. Yoda legte sich dann schlafen und zum ersten Mal nach langer Zeit blickte er wieder voller Zuversicht und Eifer auf die kommende Zeit. Und wie es dann weiterging, das konnten wir alle beobachten, als Luke eher schlecht als recht dann irgendwann mal auf Dagobah landete. Aber das soll es erstmal mit dieser kleinen Geschichte aus A Certain Point of View gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser kleine Einblick in Yodas Gedanken und Gefühle. Links und rechts findet ihr noch weitere Videos, in der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Ich freue mich darauf, wenn ihr liked und kommentiert und das teilt mit eurer Oma. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin,